Gestern kurz nach 17 Uhr wollte ein 35-jähriger Mann aus Saudi-Arabien mit seinem Pkw in St. Johann über einen Bahnübergang fahren, über einen beschränkten Bahnübergang. Weil er sich dann auf diesem Bahnübergang befunden hat mit dem Pkw, sind die Schranken runtergegangen und er konnte den Bahnübergang auch nicht mehr verlassen. Ein Zug ist dann herangenaht, seine Ehefrau und zwei Kinder im Alter von 7 und 11 Jahren haben das Auto selbstständig verlassen können. Der Mann hat versucht, sein 4-jähriges Kind aus dem Auto zu holen. Das ist ihm leider nicht mehr gelungen. Der Zug hat das Auto erfasst und das 4-jährige Kind ist noch an der Unfallstelle verstorben. Der Mann ist dabei auch sehr schwer verletzt worden. Er wurde dann in das Krankenhaus nach St. Johann eingeliefert, von dort in die Klinik Innsbruck überstellt und dort ist er dann leider gestern Abend seinen schweren Verletzungen erlegen. Jetzt haben Sie den Tathergang ja gerade sehr intensiv geschildert. Es gab auch Opfer. Wieso hat sich der Mann überhaupt hier an dieser Stelle befunden, wo er gewesen ist? Ist es in der Vergangenheit ja auch oft bekannt, wenn die Schienen beim Bahnübergang runtergehen, versuchen noch manche Leute schnell irgendwie noch drüber zu kommen? Kann man da schon sagen, ob das auch so eine Aktion war oder ob das einfach Pech war und der Mann hat das nicht ganz einordnen können? Wir stehen hier natürlich noch ganz am Anfang von unseren Ermittlungen. Momentan werden Zeugen befragt. Mit den Beteiligten kann man nicht mehr sprechen natürlich. Also wir werden das vermutlich auch nicht ganz genau klären können, warum der Mann auf den Bahnübergang gefahren ist und die Schranken da schon heruntergegangen sind. Das wird sich höchstwahrscheinlich nicht mehr ganz exakt klären lassen. Und momentan laufen die Befragungen von den Zeugen. Jetzt haben Sie ja gesagt, die Frau und zwei der Kinder haben überlebt. Wo befinden die sich gerade? Die sind nicht verletzt worden bei dem Unfall. Sie befinden sich in Betreuung vom Kriseninterventionsteam. Jetzt ist es natürlich eine sehr schlimme und schwierige Situation. Da hätte ich auch noch zwei Fragen. Befand sich die Familie hier im Urlaub oder waren sie hier sesshaft? Kann ich Ihnen leider nicht sagen, habe ich keine Information dazu. Und auch noch eine weitere Frage, wie wird es denn jetzt weitergehen für die Familie? Wo werden Sie jetzt bleiben? Wie ist da der weitere Hergang? Das kann ich Ihnen nicht genau sagen. Die Familie wird dann wieder die Heimreise antreten. Wie lange sie sich noch genau in Tirol aufhalten, kann ich Ihnen nicht sagen.